Willkommen zurück zu Haunted Halls, das Grauen von Green Hills in diesem furchtbaren Raum. Dieser Zelle mit der Frau mit den Spiegeln, wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht, N oder so? Auf jeden Fall können wir jetzt hier was machen. Was denn? Sie leidet an Verfremdung, sie ist uneins mit ihrem Spiegelbild. Ja, aber hier kann ich doch... Konnte ich hier noch irgendwas machen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist halt schon wieder eine Woche her. Was haben wir denn? Den Kescher, Krankenakte, Hammer, Rosenöl. Können wir ihr vielleicht das geben? Versiegelter Umschlag. Politur? Nee, glaube ich auch nicht. Trockene Blumen, Medaillon. Ach, können wir ihr das nicht geben? Das Medaillon wird sie überzeugen, dass sie schön und liebenswert ist. Genau, das hatten wir ja zuletzt gemacht. Und? Vielleicht sollte ich ihr auch ein schönes Kleid schenken. Ach, wo kriegen wir denn jetzt ein schönes Kleid her? Schönes Kleid. Krankenakte 6. Ich hätte hier die 7 im Angebot. Gibt's hier was? Ja, aber da wird wohl nicht das hingehören. Da gehörte was anderes. Ein Briefmarkensammler mit Farbtöpfen. Okay, was haben wir hier? Ach, da war noch ein Wimmelbild mit Briefmarken. Hatte ich nicht sonst das letzte Mal schon gemacht? Ja. Zwei Seepferdchen. Da ist Nummer 1. Ja, Nummer 2 sehe ich gerade nicht. Musiknote, Opernglas, Schädel. Ja. zwei Schmetterlinge. Einen hatte ich gesehen. Hier unten nämlich auch. Irgendwie muss ich mal hier mehr mich reinfuchsen, glaube ich. Kinderzeichnung, Hubschrauber. Da ist eine Kinderzeichnung. Hubschrauber. Zwei Autos. Auto Nummer 1 war sehr groß. Leicht zu finden. Das Auto Nummer 2. Nadel, Pferd, Hund, Ring. Hier ist Hund. Pferd. Nadel. Und wo ist der Ring? Der Ring, der Ring. Opernglas. Da. Leere Briefmarke. Naja, jetzt ist sie ja leer, ne? Die da? Ist doch auch leer. Ich habe sie doch jetzt leer gemacht. Da, die da bestimmt. Schmetterling noch ein. Wo ist der andere Schmetterling? Schmetterling. Elefant. Ballon. Den hatte ich doch auch schon gesehen. Den habe ich schon mehrmals gesehen. Wo habe ich den gesehen? Da ist der Ring. Ballon, Ballon, Ballon. Musiknote. Wo ist der Ballon? Da. Waage. Dann ist das auch weg. Musiknote noch und Schädel. Ist das hier der Schädel? Nee. Das, der Schädel. Wo ist die Musiknote? Also hier ist eine Geige, aber wo ist... Oder eher Violine oder Geige? Musiknote. Sag mir mal. Na, die war aber echt fies getarnt hier in dem Grün. Okay, ich habe eine leere Briefmarke. Die darf jetzt bestimmt hier irgendwo rein. Oder wie war das? Eine fehlt. Ja, lass mich die doch mal geben. Gehört die da nicht rein? Das passt hier nicht. Passt die, wo passt sie denn hin? Hier? 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 Hier, leere Briefmarke und dann kann ich sie bemalen. Ein Buch mit Schmetterlingsbriefmarken. Eine ist leer, ja. Und jetzt darf ich die bemalen. Brauche aber Farben. Was sagst du? Gleiche Briefmarken sind in entsprechenden Alben eingeordnet. Es gibt je ein Album für Briefmarken mit Kinder-, Schiffs- und Sektenmotiven. Die leeren Stellen in seinen Alben zu füllen könnte ihn der Genesung ein Stück näher bringen. Okay. Es ist bedrückend, wenn man bedenkt, dass Kates Mutter hier verstarb. Kate muss unbedingt geholfen werden. Ansonsten endet sie auch noch hier. Also, Kate hieß die andere. Und ich brauche aber noch Farben irgendwie, die ich nicht habe.
Aber kann ich jetzt hier was machen? Aha, dieses Spielzeug ist nun ein wenig freundlicher. Ich sollte dasselbe mit den anderen Spielsachen machen. Ja, aber der fehlt noch was. Was fehlt, Madame? Das hatte ich, glaube ich, alles schon ausprobiert. Trockene Blumen vielleicht? Was könnte sie denn mal nehmen? Komm. Gibt's nichts zu tun. Okay, wir werden weggeschickt. Da können wir auch nichts machen. Dann müssen wir wohl woanders noch hin. Da war, glaube ich, auch nichts mehr zu... Also, da ist halt die Krankenakte, die wir brauchen. Aber ich glaube, da kam ich nicht ran. Auch nicht mit dem Kescher. Na, ich weiß, dass da was ist, aber ich komme da doch nicht ran. Mit Magnet vielleicht. Gut gemacht, du hast ein Tablett gefunden. Es könnte nützlich sein. Tablett? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es was anderes ist. Was wollte sie noch machen? Ja, ein schönes Kleid. Tablett. Was mache ich denn jetzt mit einem Tablett? Muss ich nochmal überlegen. Ja, ich will hier jetzt aber auch nicht so rumeiern eigentlich wieder. In den Räumen, wo gar nichts mehr los war. Na, ihm geht's doch gut, ne? Ja, dem geht's gut. Hallo? Die geht's auch gut? Ja. Nur nochmal checken, war jetzt alles okay? Gab's hier noch was zu tun? Nee. Da auch nicht. Was ist denn das hier unten? Den hatten sie zwar schon, aber... Okay. Hier muss ich den Strom abschalten. Wenn ich hier reingehe, dann... Ah! Da fehlt ein Stück immer noch. Sieht immer noch aus wie eine Minusaufgabe. Hier gibt es nichts zu tun. Kann hier irgendwo das Tablett hin? Ist hier allgemein? Nein, ich kann hier allgemein nichts machen. Kann ich hier was? Nein, kann ich auch nicht. Okay. Ja. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hier fehlte immer noch ein Finger. Hier gibt es auch nichts zu tun. Okay, aber... Es ist sehr wichtig für mich, dass ich weiß, ich muss rein. Was ist denn hier noch? Ach, ich kann was mit dem Dampf machen. Was ist denn mit der Schnecke hier? Den vielleicht aufmachen. Ah, jetzt habe ich die Kinderbriefmarke vom Umschlag genommen. Das ist ja mal interesting. Okay. Gut, gehen wir wieder hier in das Briefmarkenzimmer. Die war es nicht. Na, die war es doch. Dann muss es doch das sein. Was denn? Es fehlt eine. Pack sie doch dahin. Ja, geht doch. Diese Briefmarke ist aus diesem Album. Ist das nicht schön? Müsste ihm doch langsam mal besser jetzt gehen. Was mache ich denn jetzt? Kannst du die Politur dazu oder getrocknet? Der Briefmarkensammler könnte sie ein wenig aufhellen. Was mache ich denn jetzt? Mach doch mal was. Die größte Angst des Briefmarkensammlers hat sich bewahrheitet, fehlende Briefmarken. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ja, was mache ich denn hier jetzt? Wieso kann er die... Ich muss doch was machen, oder nicht? Wieso denn er? Verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Soll sie ein Tablett in die Hand kriegen? Kann das Tablett hier irgendwie rangehangen? Na echt jetzt? Das war jetzt eigentlich nur so eine doofe Idee. Es ist so schmutzig, dass sich darin nichts spiegelt. Mit der Politur ändern wir das. Nun reflektiert es so gut wie ein Spiegel. Und? Und nu? Ja, jetzt habe ich das zwar
habe ich da zwar einen schönen Spiegel draus gemacht, aber sie hat ja immer noch kein Kleid. Aber ich habe Parfum, das wäre doch schon mal was. Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Ich kann doch nichts tun. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Aber hier stand, dass es hier nichts zu tun gibt. Normalerweise hätte ich hier ja was eingesammelt, weil... Ja, und ihr das dann in die Hand gegeben. Das arme Mädchen. Du kriegst eine Schnecke. Und wenn ich die trockenen Blumen irgendwie ins Wasser stelle oder so, geht das? Und vielleicht ist hier ja auch noch was. Nee, ist hier nicht. Schade. Und dann könnte die Barbie die Blumen kriegen, die aber, ne? Schön aussehen halt. Wenn es hier eine Vase oder so gäbe. Gibt es hier irgendwo eine Vase? Hier beim Empfang? Hm. Kann ich die Blumen vielleicht da irgendwo hinstellen? Hm. Ja, ich habe gerade irgendwie gar keinen Plan. Was kann ich mit der Schnecke machen? Was kann ich mit dem Hammer machen? Kann ich das hier vielleicht einkloppen? Nochmal da lang gehen? Ah, vielleicht bei den Rosen? Sie hatten absolut keinen Duft. Rosenöl. Ah. Jetzt haben die Rosen einen Duft. Vielleicht die für die Barbie dann? Jetzt kommt ein Schmetterling. Ach, und den kann ich dann fangen. Den kannst du fangen. Fang ihn. Ich habe einen Schmetterling. Was mache ich denn jetzt mit dem Schmetterling? Oh, Tim. Tim. Okay, das mit dem Rosenöl, das war jetzt auch irgendwie schwierig. Ja, aber die soll doch jetzt kein Schmetterling kriegen, oder doch? Das macht doch gar keinen Sinn. Es war hier unten vielleicht auch noch was. Ja, die Symbole halt, aber da kann ich da auch nichts machen. Dafür brauche ich halt die anderen Dinge. In dieser Kiste müsste sich etwas finden lassen. Ja, bestimmt, aber ich habe ja auch noch gar keine Symbole. Am Ende geht bestimmt die Tür auf, wenn wir mit dem Spiel irgendwie weiter sind. Ja, was soll ich denn hier machen? Einhämmern? Hm. Also ich glaube, das geht von alleine auf. Schnecke. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, oder? Nee. Oh, ich habe sie schon vermisst, die Mucke. Tja, Wasser, Insekten. Da kommen wir gerade her. Der Stromraum. Nee. Ich weiß nicht, was wir mit dem Schmetterling machen. Schmetterling. Schmetterling. Schmetterling? Ich glaube, sie soll die Blumen kriegen, weil auch gesagt wurde, ihr fehlt was in der Hand. Also müssen wir bestimmt... Ist ja vielleicht bei den... Nee. Hm. Ja, ein Was? Was soll ich denn mit diesem dusseligen Schmetterling? Nein, Mann. Ich will den nicht. Vielleicht gehört der Schmetterling aber an die Tür draußen und das sah jetzt nur aus für mich wie eine Fledermaus. Nein, es ist eine Fledermaus. Oder soll da der Schmetterling hin? Nein, es funktioniert nicht. Ich höre ein Flüstern. Doch, Fledermaus soll dann, steht da sogar. Dann hatte ich mich nicht getäuscht. Shit. Manno, warum gibt's hier nichts zu tun? Irgendwas muss es doch zu tun geben. Kann ich ihm hier einen Schmetterling schicken? Kann ich den Scheiß hier einhämmern? Und den Cache habe ich vor allem auch immer noch. Also es ist voll doof. Muss ich vielleicht ganz zurück oder so zu den Autos? Habe ich hier was übersehen? Nee.
soll noch eine Münze rein, die ich nicht hab. Mit einem Griff könnte ich den Gullideckel. Ich habe aber keinen Griff. Was habe ich überhaupt? Ey, es ist den ganzen Scheiß, den ich habe. Ich kann nichts machen. Ich werde jetzt Raum für Raum hier durchgehen, ey, bis ich es finde. Wenn überall steht, nichts zu tun, darf es doch auch nichts zu tun geben. Glaub auch nicht, dass wir hier was machen, sondern eher da. Aber man sieht ja, dass man auch eh nochmal zurückrennen muss. Was soll ich jetzt? Da, Schmetterling. Das ist für die Briefmarken. Achso, das war eine Schmetterlingssammlung. Alles klar. So, jetzt befreit. Meine Briefmarken, meine geliebten Briefmarken. Wie habe ich sie vermisst? Endlich werde ich wieder schlafen können. Okay, der Schmetterling war für die Briefmarken. Aber es ist doch ein echter Schmetterling. Warum gehört der echte Schmetterling auf die Briefmarke? Das ist Wimmelbildlogik. So, ich habe eine Briefmarkensphäre. Washington DC. Und vielleicht könnte ja diese Münze... Oder nee, das ist bestimmt für unten für das Fach. Das ist jetzt wieder so die Frage, ne? Ist es fürs Fach oder... Aber wir probieren es mal. Ist hier das... Gehört das vielleicht hier hin? XYZ. Hier, Briefmarken, da. Naha. Geile Scheiße. Jetzt geht das bestimmt auf. Was? Reinhold? Hat sein... Ja. Einhold. Reinhold. Hat seine Angst, seine geliebte Briefmarkensammlung zu verlieren, überwunden. Nun kann er seinem Hobby wieder in Freiheit nachgehen. Na, ob das so eine gute Idee ist? Vielleicht sollte er sich mal ein anderes Hobby suchen. Natürlich ist das nicht aufgegangen, damit ich weiterhin dastehe wie ein Idiot. Kann ich denn nichts anderes noch machen? Ich will noch mehr von diesen Dingern haben. Shit. Menno. Also das nächste ist... Das nächste soll irgendwas Smaragdiges sein. Vielleicht kriege ich das von unserer schönen Prinzessin. Die Frage ist... Wo... Kann ich hier was machen? Wie krank... Ja. Kann ich hier irgendwo mal meine Blumen reinstellen in eine Vase? Überaus freundlich, Leute. Nun reflektiert er so gut wie... Ja, aber ich hab nix. Ich hab hier nichts zu tun. Ist ein bisschen schwierig, ne? Kann ich hier irgendwie... Nein, weiter. Stelle ich mich so doof an, oder was? Anscheinend. Und wenn man hier das... Hier ist doch Wasser. Geht alles. Geht ja alles nicht, ne? Kann hier irgendwas hin? Können die Blumen hier hin? Aber es fehlt ja ein Stück. So viel Kram habe ich auch eigentlich gar nicht mehr. Tja, irgendwie stehe ich echt auf dem Schlauch, muss man ja mal so sagen. Hier ist noch was. Bin ich die Einzige, die das für einen seltsamen Fluchtplan hält? Kann ich hier vielleicht irgendwas noch machen? Kann ich... Pff, bringt ja nicht, ich hab doch nichts. Wasser für meine trockenen Blumen, bitte. Ganz viel Wasser ist hier, aber ich kann meine trockenen Blumen damit irgendwie nicht bearbeiten, ne? Dem Vieh geben auch nicht.
Kisten. Madamchen. Die leuchten alle, das heißt, die sind fertig bearbeitet. Es fehlt eigentlich nur noch die Barbie. Und das ist meine Idee, dass sie dann die Blumen kriegt. Vielleicht ist aber auch hier irgendwas. Aber es wäre auch gemein, dass der Tipp das dann nicht anzeigt. Nimm die trockenen Blumen. Oder was anderes. Aber tu etwas. Kannst du da nicht einfach eine andere reintun? Das funktioniert nicht. Nein. Das funktioniert nicht. Was wollt ihr dann von mir? Ist hier irgendwas? Ich versuche gerade echt zu überlegen, wo eine Schnecke auch gebraucht werden könnte, aber mir fällt es nicht ein. Hier. Und wenn du dir einen Hebel irgendwie mal besorgst. Mit einem Hebel. Aber mit allem, was ich habe, lässt sich auch nirgendwo irgendwie was machen. Tja. Das war's, Spiel vorbei, ich bin zu blöd. Ich mache jetzt mal einen Cut und guck mal, was ich tun soll. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder und habe jetzt einen Plan. Und zwar muss ich wieder zurück. Natürlich muss ich wieder zurück, also hierhin. Und ja, natürlich soll ich ihr die Blumen geben und ich habe es nicht gelesen. Sind trostlos und vertrocknet, vielleicht kann ich sie mit etwas Farbe aufhellen. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Und wenn wir dann jetzt ins Briefmarkenzimmer gehen, dann hat er ja seine Farbtöpfe hier. Und ja, jetzt habe ich leuchtende Blumen, weil ich ja die vertrockneten Blumen natürlich nicht mit Wasser wieder erfrischt habe, sondern mit Farbe einfach angemalt habe. So macht man das ja auch. Und dann gebe ich ihr die und tada! So läuft das. Endlich, ich bin frei. Ich hatte solche Angst, für immer von diesen schrecklichen Kindheitserinnerungen verfolgt zu werden. Tim wollte nicht, dass du kommst, doch ich bin so froh, dass du hier bist. Er hatte versucht, die anderen zu befreien, als er gefangen wurde. Pass bloß auf oder dich ereilt dasselbe Schicksal. Puppensphäre. Cool. Ich habe sie von ihren Ängsten erlöst. Na dann, geh mal raus aus deinem Käfig. Und dann wuppen wir das hier mal. Da unten geht ja auch jemand lang. Nicht, dass uns tatsächlich sowas passiert. Puppe, Puppe, Puppe. Wo gehört die hin? Hier bestimmt. Ha. Ich habe Marys Zimmer in ein reines Abbild ihrer glücklichen Kindheit verwandelt. Frei von den Monstern, von denen sie sich so fürchtete. Dadurch kann Mary nun in eine glückliche Zukunft blicken. Ach, ist das schön. Ja. Ist das mittlerweile jetzt aufgegangen? Immer noch nicht. Was wollt ihr denn dann noch? Ja, jetzt wird es aber dann wieder schwierig, ne? Weil halt... Was fehlt denn jetzt noch? Ihm geht's doch... Geht's ihm nicht gut? Ja, ihm geht's doch gut. Und sie will ein schönes Kleid. Da hing aber nur ein Pulli oben. Wo kriege ich denn jetzt hier ein Kleid für sie her? Kann ich mit dem Hammer denn noch vielleicht was zerstören? Ich hatte ja schon alles zerstört, aber den... Aus was kann ich ihr denn mal ein Kleid zaubern? Dem hier? Das, was da lag, kann man das nehmen hier, den Stoff? Das hier? Oder das? Nee. Dann ist der Pfeil im Weg. Nee. Ist jetzt... Ach, hier habe ich was. Ein Kleid. Klar, die Puppe hat ja vorhin ein rotes Kleid. Aber das ist doch ein Barbie-Kleid.
Wie soll ihr das denn passen? Ich verstehe das nicht. Endlich sieht sie sich so, wie sie wirklich ist. Wunderschön. Oh. Sieh mich an. Ich bin schön und Mutter war auch schön. Warum glaubte ich, ich sei das Monster, als das mich dieses Spiegel dargestellt hat? Ne? Dies ist der schönste Tag meines Lebens. Danke. Ich habe keine Angst mehr, mich der Welt zu stellen. Lass ihn dir auf keinen Fall einen dieser Killerhelme aufsitzen. Ich wollte einem kleinen Jungen helfen, als er mich schnappte. Also sei gewarnt. Spiegelsphäre. Ich habe sie von ihren Ängsten erlöst. Es ist so toll. Ich konnte ein paar dieser Sphären sammeln, nachdem ich einige Patienten befreit hatte. Ich erinnere mich, in dem Schloss, welches Tim gefangen hält, runde Vertiefungen gesehen zu haben. Das sollte ich mir noch einmal ansehen. Ja, eigentlich wird es einem ja jetzt schon wieder hier gesagt, was man machen soll. Und dann in anderen Momenten, ja, hängt man da voll lang, weil man da nicht drauf kommt. Spiegel hier. Sehr schön. Ah, jetzt ist es auch offen. In dem Schrank in der anderen ist der andere Daumen. Nun kann ich das Handschloss öffnen. Okay, da ist der Daumen drin, ne? Okay. Wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen, dass der da drin sein könnte. Aber klar, wir wollen ja hier auch mal weiterkommen. Zack, Tür offen. Ich verstehe das nicht. Alles steht auf dem Kopf. Dann wimmeln wir mal auf den Kopf jetzt? Nein. Doch. Nur, dass die Schrift trotzdem gerade ist. Gottesanbeterin, Krankenakte 8. Ha. Aschenbecher. Kleiderbügel. Nee, das ist hier. Kleiderbügel. Mausefalle, Glühbirne. Hatte ich die? Ich hatte die, glaube ich, schon gesehen. Zwei Puppen. Das ist eine Maske. Puppen? 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 Schnecke? Puppen? Puppen. Türgriff, Knochen. Knochen. Türgriff. Pinzette. Kaktus, Vogel. Vogel. Hummer, Schirm. Schirm. Hummer. Immer noch die Mausefalle auch. Aschenbecher, Seepferdchen. Dann noch eine Gottesanbeterin. Was ist das? War das eine Puppe? Ach, das war eine andere Puppe. Okay. Da ist die Pinzette. Dann vielleicht der Kaktus. Das ist der Kaktus? Jawohl. Zwei Bügeleisen. Das ist ein Bügel... Dings... Bügel, sag ich schon. Hufeisen. Wir suchen aber ein Bügeleisen. Da. Und da. Und die Mausefalle. Ist das eine Mausefalle? Nee. Ich erkenne schon wieder nichts. Gottesanbeterin. Da ist sie. Habe ich nicht erkannt. Aschenbecher. Ich sehe die Teetasse die ganze Zeit, aber... Das? Was ist das? Das war der... Ach, das war der Aschenbecher. Mausefalle und dann hätten wir es. Da nicht. Da. Jawohl, Krankenakte 8. So soll's sein. Gibt's bestimmt noch mehr. Ah, ich habe eine Glühbirne. Die Krankenakte fehlt. Was ist denn hier? Krankenakte 7. Bitteschön. Dann können wir jetzt in Raum 7. Oha. Ich brauche einen Drehgriff, um die Aufzugluke zu öffnen. Und habe einen Generator und eine Schaltkonsole. Aha, aha. Gut, kriegen wir bestimmt noch. Huch, nein, du solltest da noch gar nicht. Hier können wir die andere Krankenakte reinschieben. Wo kommen wir denn jetzt hin?
Die Kälte der Bergluft zieht bis in die Knochen. Hier ist die 6. Und ein weiteres... Nein, wenn ich den Motor repariere, kann ich den Mann retten. Okay. Da lässt sich dann ein Motor machen. Dieses Einzelteil fehlt. So. Also es fehlen hier ein paar Sachen. Dieser Sauerstofftank verliert mehr Luft als ein löchriger Reifen. Ja, als nächstes werden wir dann wohl hier... Oh, der Mann hat eine Todesangst vor Höhen. Was viel phobische Energie generiert. Das ist eklig, echt. Notizen. Ich fand einen Mann, der in einem Skilift über dem Nichts festsitzt. Er muss große Höhenangst haben. Ich muss ihn auf festen Boden zurückholen. Das werden wir tun im nächsten Part. Sehr spannend. Wir sehen uns. Bis dann.